Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, und willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica Below Zero. Ja, weiter geht's mit unserem eisigen Abenteuer. Wir waren ja hier stehen geblieben und wurden schon wieder attackiert. Ja, das können wir uns natürlich nicht gefallen. Oh, nice. Das müssen wir auf jeden Fall scannen. Weil wenn wir den haben, können wir uns auch schneller fortbewegen. Okay, 1 von 3. Wir brauchen noch 2 von den Fragmenten. Bleiben wir mal in der Gegend. Vielleicht gibt es ja da noch mehr von denen. Genau, weil wir müssen jetzt so ein paar Dinge scannen und ein paar Erze holen. Damit wir weiter vorankommen. Genau. So, schauen wir einfach mal darüber. Vielleicht finden wir ja dort irgend noch so ein cooles See. Das ist so ein Seegleiterfragment. Das ist dann so ein Ding, da kannst du dich anhalten und dann schwimmst du halt schneller. So, zack. Vielleicht irgendwo, hallo, bitte. Kann ich dich scannen? Pflanze? Nein. Ach du Scheiße, was bist du denn? Geh weg von mir, bitte. So, dann nutzen wir mal schnell unsere Aufstiegshilfe. Jawohl. Und wieder abdrehen, die Aufstiegshilfe. Hallo? Aufstiegshilfe? Nein. Abdrehen. Gut. Okay. Gut, ich würde gerne wieder runter. Denn ich würde gerne weitersuchen. Schauen wir mal. Oder weiter schauen, was es hier noch so alles gibt. Was dieses Gebiet hier noch so zu bieten hat. Vielleicht finden wir jetzt ja irgendwas Tolles. Vielleicht. Woher wir Sulfur kriegen, weiß ich allerdings auch noch nicht. Ah, hier haben wir noch so ein Fragment. Jawohl. Sehr gut. Haben wir schon 2 von 3. Ein Fragment brauchen wir noch. Dann haben wir auch schon das Rezept für unseren Seegleiter. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja noch eines. So. Kupfer, okay. Ah, da haben wir ja auch schon das letzte. Jawohl, dann haben wir den Seegleiter auch. Nice, dann machen wir den einfach gleich in der Folge, würde ich sagen. Oder wenn wir es schaffen. Wenn wir es zurückschaffen. So. Schnell mal kurz an die Oberfläche. Und dann schauen wir mal ganz kurz nach im PDA. Was wir denn alles brauchen für so einen Seegleiter. So, das können wir wieder deflaten. Also wieder auslassen. So, weil da müsste das jetzt drinstehen. Wir haben 3 neue Blueprints. Was haben wir denn noch Neues bekommen? Ach, guck. Achso, die 2. Ja, gut. Das hatten wir ja schon. Gut, da, den Seegleiter. Wir brauchen... Ach, der ist ja eigentlich ziemlich einfach zu machen. Ja, ich glaube, da haben wir die Sachen sogar alle. Ja, das haben wir. Für Kupferdrähte, dann... brauchen wir Titan und ja, ich glaube, das können wir sogar gleich machen. Ja, dann schauen wir, dass wir wieder zurückkommen zu unserer Basis und schauen wir, dass wir dann gleich den Seegleiter machen. Ja, das ist ja nice. Nice Sache auf jeden Fall. Warum bin ich so langsam? Kommt mir das nur so vor, da sind wir einfach langsam jetzt. Gerade. Ich weiß es nicht. Naja, ich hoffe, meine Stimme ist gerade nicht tief. Ihr wisst es jetzt schon. Ich weiß es noch nicht, weil ich kann ja immer erst nachher in die Aufnahme rein hören und schauen, ob da jetzt irgendwas schiefgelaufen ist oder nicht, weil... Ich meine, die letzte Folge hat gut funktioniert. Ob die jetzt wieder funktioniert, weiß ich nicht. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ich kann es euch nicht sagen. Also ihr wisst das ja eh schon. In dem Fall wisst ihr immer vor mir, ob ich jetzt wieder so komisch klinge oder nicht. Ja, ja, ich gehe ja eh schon rein. Richtig ab. So, dann... gut. Wir brauchen... Das hier. Oh, ich glaube, ich muss noch ein bisschen was von denen holen. Silikon, Kupferdraht. Oh, das war's auch schon, glaube ich.
Ja, Tab, genau. So. Also, das Inventar schließen ist immer noch so ein bisschen seltsam. Mit Tab vor allem. So, dann machen wir ein so eins. Ein Öl. Oh, Batterie können wir uns eh auch machen. Ah ja, da brauchen wir das. Genau, richtig. Ja, und dann können wir uns schon den Segelreiter machen. Nice Sache auf jeden Fall. Gut. Dann schauen wir uns den mal gleich an. Denn den ziehe ich mir bitte statt dem her. So. Upsi. So, Tab. Nicht Escape. So, und wenn wir jetzt drauf scrollen. Seht ihr schon? Wir schauen uns das Ganze noch so ein bisschen an. Damit ist man wesentlich schneller. Ich meine, es verbraucht auch Batterie, aber ist auf jeden Fall schon ein Fortschritt. So. Aber was ich jetzt noch machen kann, weiß ich auch nicht. Ich bräuchte vielleicht mal irgendwie ein U-Boot oder irgendwas, dass ich einfach tiefer runter kann. Weil ab 100 Meter Tiefe ist ja meine Efficiency irgendwie im Eimer. Und das wäre nice, wenn ich da irgendwie ein Gerät hätte oder so irgendwas, dass das wettmacht. Also dass die Effizienz von meinem Sauerstoffding jetzt nicht unbedingt runtergeht. So. Schauen wir mal. Hier gehen wir einfach in die Richtung, wo wir vorher schon hingegangen sind. Ich glaube, das war eh in diese Richtung da so. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube. Schauen wir mal. Ich finde es auch cool, dass der so eine kleine Karte, so eine kleine Topografie von der Landschaft hier hat. Also so ein kleines Hologramm halt. Schaut ganz cool aus, finde ich. Gut, wir schwimmen einfach mal in diese Richtung. Mit Hunger und Trinken schaut es ja eh noch gut aus. Was leuchtet denn da so? Also gut, das sind diese Riesensteine. Diese Riesensteintentakel, sage ich jetzt mal. Schauen ja irgendwie aus wie so Steintentakel, finde ich. Ja, okay, ich gehe schon an die Oberfläche. So. Transportieren wir uns schnell mal nach oben. Gut. Und wieder runter. Jawohl. Zack. Upsi. So, weiter geht's. Schauen wir mal. 50 Meter. Okay. Kupfer. Wir brauchen halt mal diese neuen Erze, dieses ganze Silber. Oh, nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wo bist du? Was bist du? Vor allem. Bräuchte nämlich mal diese ganzen neuen Erze, das ganze Silberzeugs und sowas. 30 Seconds. Meins. Was bist du? Ah, eine Tischkoralle. Ah nein! Das ist Silber, jawohl! Haben wir ein bisschen Silber bekommen, nice. Aber woher ich jetzt den Schwefel kriege, also das Sulfur, weiß ich immer noch nicht ganz. Vielleicht werde ich mich da mal zwischen den Folgen schlau machen, woher ich das Ganze kriege. Das ganze Zeug. Aber wir wissen, dass es hier auf jeden Fall Silber gibt. Haben wir ja gerade eines gefunden. Schauen wir noch hier lang. Da schwimmen wir jetzt vielleicht mal besser mit der Taschenlampe herum. Sehen wir mehr. Okay, wir brauchen jetzt bald was zu essen. Da müssen wir uns ein paar Fische fangen. Okay, Limestone. Titan.
Da haben wir wieder so ein Fallenfragment. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, ja, ich gehe schon wieder hoch. So, tack, tack. Und wieder zurück an die Oberfläche. Sauerstoff nachgetankt, jawohl. Ja, dann. Ich schau mal ganz kurz auf mein PDA. Ob ich was Neues habe. Nein, habe ich nicht. Na, wir können uns das Repair-Tool noch machen. Also dafür brauchen wir halt den Schwefel. Und den Pathfinder könnten wir uns noch machen. Also das Pathfinder-Tool. Das haben wir eigentlich schon alles gemacht. Soweit ich das sehe, außer diese Kabelsätze, aber die brauche ich ja. Vielleicht sollte ich mal von dem etwas machen. Also bräuchte ich Gold. Ist vielleicht auch irgendwie suboptimal, weil Gold habe ich noch nicht. Also ich habe jetzt gerade mal einen Silber gefunden, aber Gold habe ich noch nirgends gesehen. Aber schauen wir mal schnell weiter. Bräuchte nochmal so eine Tischkoralle. Weil die sind ja verloren gegangen. Das ist wahrscheinlich wieder Silber, oder? Nein, gar nicht mal. Getan. Gut. Oh shit, wir müssen wieder in die Luft. Geschafft. Es geht ja Gott sei Dank ganz schnell mit dem Seegleiter. Komm her, Blasenfisch. Gut, dann halt nicht. Aber wir brauchen auch Fischis zum Essen. Weil wir haben anscheinend ziemlich viel Hunger gerade. Kann ich nicht da ein paar von euch fangen? Nein? Okay, das sind keine Fangbaren, das sind nur Deko-Fische. Schade. Komm her. Jawohl. Nein. Ah ja, ich brauche noch so ein paar von diesen. Genau, Seetank. Ich nenne es jetzt einfach mal Seetank. Was ist das da oben eigentlich? Schaut auch interessant aus. Kann ich das scannen? Nein. Okay, das ist einfach nur Deko. Gut zu wissen. So. Bis mein Inventar voll ist. Gut, Inventory full passt. Dann schauen wir schnell zurück. Schnell zurück. Oh. Die Oberfläche. Und zurück. So, wo ist jetzt mal unser Zuhause? Da. Zack. Ja, aber jetzt sind wir auf jeden Fall viel agiler mit dem. Mit diesem Ding hier. Aber was ich jetzt noch machen kann, weiß ich auch nicht. Jetzt machen wir uns nochmal schnell ein bisschen Blasenfisch. Dann können wir den nochmal kochen. Und den können wir auch nochmal kochen. Können wir nochmal schnell was essen. So, was kann ich mir da denn machen? Okay, eine Pipe kann ich noch machen. Noch ein Messer, aber das brauche ich ja jetzt nicht wirklich. Den könnte ich mir noch machen. Vielleicht öffnen wir das neue Möglichkeiten. Nein, keine Ahnung. Naja, schauen wir mal. So, das Essen war nochmal schnell. So. Zack, zack, zack. Jawohl. Haben wir wieder gut. Essen. An alien sanctuary in the Twisty Bridges, 200 meters down. I need to go back to the research site. I can't let you. Why not? Boss's orders. We're trying to keep you alive. Only because salaries cost less than lawsuits. Is that cynicism making you friends down there? Sure. They're just not human. The files are on your databank. Do as you please, just tell me what you find. And don't get me into trouble. Okay, also es gibt, sie haben irgendwie so einen Alien-Stützpunkt gefunden oder sowas und wir sollen das jetzt mal erkunden. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat.
Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ganz wichtig, wie immer, die Glocke aktivieren. Denn wenn ihr das nicht tut, bekommt ihr nicht mit, wenn ich ein neues Video hochlade. Nun gut, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis dann und ciao.